Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Final Fantasy 13. Ich bin der Black Torch und ich habe mich inzwischen beruhigt, weil mir genau am Ende vom letzten Part das Spiel abgeschmiert ist und ich nicht mehr zum Speichern kam. Das habt ihr vielleicht gemerkt, dass es ein wenig abrupt geendet hat. Ja, genau in dem Moment, als das Speicherfenster aufging, war der Saft raus. Keine Ahnung warum, ist mir ehrlich gesagt noch nie bei Final Fantasy 13 passiert, bis jetzt. Und das heißt, ich konnte komplett alles, was ich bis jetzt hier im Palaporum gemacht habe, nochmal machen. Ich habe jetzt selbstverständlich die Schätze, die hier sind, nicht nochmal gemacht. Zumindest die, die einen weiteren Weg hatten. Bin einfach durchgerusht. Talk to your dad. What? Why? Fighting without hope is no way to live. It's just a way to die. I want you to find the hope you were named for. Staying alive, I can help you with. But I can't give you hope. If you go to see your father. You think meeting my dad will make anything better? He's never listened to a word I've said. He's just... he'll never believe all this Lassie stuff. Snow believed Sarah, didn't he? Yeah. In a recently convened emergency conference, the Sanctum announced that the fugitive Lassie have been located. The military plans to apprehend the Lassie and carry out a public execution. These images coming to you live from the scene in Palampolo. These are Lassie. Show no mercy. They aren't people. Their targets. Start running. What? I'll keep them busy. But... you survive. Some crowd. Gonna need a plan. Since when have heroes ever needed plans? Thank you.
lightning! Take care of him. Lightning, listen to me. Get moving. No, you don't understand. Sarah's all right. She'll turn back. Take care of Hope. Wait! And then there were three. They're here! Hold it! Gotta go. So how you been? Feiner Ace-Packer-Kampf. 27 Punkte. Schön mit Snow im Einzelkampf. Warum nicht? Er wird ja gleich nochmal deutlich stärker. Glücklicherweise. Nee, Vitalsphäre war das, das hat er noch gar nicht gelernt. Das ist natürlich doof, weil er sich gar nicht heilen kann. Geh mir doch nicht auf die Liste damit. Mach doch mal was anderes als deine scheiß Elektro-Kack-Scheiße, verdammt nochmal. Holy shit, geht er mir damit auf die Nüsse, meine Fresse. Komme ich heute nochmal dazu, irgendwie was anderes zu machen, oder?
Kann er überhaupt irgendwie was? Ne. Da beginne ich den Kampf nochmal neu. Das ist ja mega ätzend. Da kann ich ja, ich komme ja gar nicht mehr aus dem Heilen raus. Kristarium. So. 11.000 Punkte vergeben. Dann wird es ja wohl was werden. Meine Herren. Ausweichen hier, Zorn. Mann, Mann, Mann. Das war ja wohl erstklassig. Wunderbar. Vielleicht packt er sogar die Rollenstufe noch, das wäre ja schön. Sehr schön. Was lernen wir denn hier als nächstes? Aqua, Hydroschlag und eine Rollenstufe. Ja, gut. Ausrüstung. Wunderschön. Kraftreif. Was haben wir denn hier? Ein Carbonreif. Und... Wasserring. Fließring. Donnerkeilring. Dämonensiegel. Donnerkeilring. Warum nicht? So, jetzt aber. Mann, Mann, Mann. Die Szene kann ich überspringen. Die brauche ich ja wohl nicht. Jetzt möchte ich doch bitte vernünftig gegen ihn gewinnen. Es wird ja wohl jetzt gelacht sein, wenn ich jetzt nicht mehr gewinne. Oder wieder in dieselbe Situation komme. Das wäre ja komisch. Das glaube ich nicht. Bin ich schon über die Hälfte des Parts an dieser Kackdroge dran. Ne? Ja, jetzt kann sie mich mit ihrem Elektroschock wirklich mal gerne haben. Kann ich denn jetzt mit dem Verteidiger irgendwie was Vernünftiges machen? Fängt schon wieder genau derselben Scheiße an.
aber ich heile mich mehr, als er mir Schaden macht. Das ist schon mal etwas. Es ist nicht viel, aber es ist etwas. So, Meta-Fertigkeiten. Probieren wir mal mit dem. Es scheint irgendwie gar nicht zu bringen. Was soll das denn bewirken? Er hört nicht mit seiner abgewichsten Kack-Elektro-Kacke-Kack auf, Mann. Was soll das denn, du Kackvogel? Und was macht ihr, Herzhorn? Augenscheinlich nichts, was mich interessieren sollte. Aha. Er könnte kontern. Bringt mir herzlich wenig, wenn er sich so die Hucke vollhauen lässt, die ganze Zeit. Bringt nix. Ich versuche mal mich irgendwie in den grünen Bereich zu heilen und dann probiere ich es mal mit einem Verheerer. Ich habe nicht mehr so viel Heiltränke. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Kampf jemals so schwer war. Ich habe den immer one-tried bisher. Dank Restarium kann es nicht liegen. Wirklich nicht. Das ist ein schlechter Witz. Das kann ja wohl nicht sein. Ich werde den ganzen Part an diesen hässlichen Gegner setzen. Das gibt's nicht. Der war noch nie so scheiße. Mal irgendwie Heiltränke gekauft oder so. Also nicht Heiltränke, sondern Heiltränke. Weil das wäre echt besser gewesen. Er hat jetzt den Trank gar nicht genommen. Das... was? Was? Was macht er denn? Habt ihr gerade gesehen, zweimal ging der Trank... Achso, das ist ein... Och, Mann, ey, fick dich doch. Fick dich ins Knie. Fick dich. Wirklich, fick dich. Das kann ja wohl nicht sein. Ich habe noch niemals, solange ich Final Fantasy 13 spiele, und das ist echt sehr lange, und ich habe jeden möglichen Scheiß gemacht bis jetzt,
Ich habe noch nie so eine bescheuerte Situation erlebt. Das gibt es nicht. Meine Fresse. Wie wär's damit? Und damit. Das gibt's doch nicht, ey. So. Alle guten Dinge sind drei. Komplett bescheuert. Meine Herren, ey. Sowas Blödes aber auch. Mir echt noch nie passiert, dass der Kampf so bescheuert war. Und ich habe den normalerweise gemacht mit Esper allein, ohne Kristallium zu machen und ohne irgendwie was zu ändern. Heftig. Weiß nicht, warum das auf einmal so schwer ist. Oder warum der sich irgendwie festbeißt auf seiner total bekloppten Elektro-Kack-Attacke. Aber augenscheinlich geht der da drauf mega ab. Das scheint dem hart zu gefallen. Der hört ja schon wieder nicht damit auf. Jetzt mal ganz ehrlich, was soll das? Der Kampf ist ein schlechter Witz. So. Ich meine, diesmal werde ich ihn schaffen. Jetzt ist er auch noch der Scheiße ausgewichen, okay. Dafür hat er mich aber auch nicht getroffen. War komischerweise gerade zu doof für. Aber ganz ehrlich, was soll denn sowas? Das hat doch schon nichts mehr mit Balancing zu tun. Ich weiß auch nicht, warum der auf einmal so schwer ist. Oder war. Der ist doch schon unfair. Wirklich. Meine Herren. Ja, und ich krieg trotzdem 5 Sterne dafür, oder was? Hä? What's up? Where have you been? I got taken in. Wait, what? Not by enemies. It was the cavalry, not Psycom. Leader's name is Reigns. He said he'd lend us Lysia a hand. So now, your hero is back. Why would the army help us? That doesn't make sense. Hey, military's got all kinds. Not all of them like the Sanctum. Don't worry. I'll handle the bad guys. Come on.
Die Rolle Verteidigers. Snow übernimmt zu Beginn die Rolle des Verteidigers. Wie der Name vermuten lässt, hat der Verteidiger eine Schutzfunktion inne und er versucht, seine Gefährten nach bestem Gewissen vor Unheil zu bewahren. Er festigt die Verteidigung und benutzt Fertigkeiten, mit denen er die gegnerische Aufmerksamkeit auf sich lenkt. So kann Snow mit seinen Fähigkeiten Gefährten helfen, einer allzu frühen Kampfunfähigkeit zu entkommen. Ja, aber nicht sich selber. Indem er ihre physische Abwehrkraft mit Schutzschild steigert und mit Provozieren feindlicher Attacken auf sich konzentriert. Der Verteidiger kann nicht aktiv in das Gefecht eingreifen. Durch Erlernen der Fertigkeit Vergeltung kann er jedoch gegnerische Angriffe kontern und sich so zu Wehr setzen. Der Schutz seiner Gefährten und die Ausführung wohlplatzierter Konterattacken sind die zwei grundlegenden Taktiken, mit denen der Verteidiger einen Kampf bestreitet. Mindert sich die Anzahl der Gegner, so verliert auch der Verteidiger an Bedeutung. Strategisch sinnvoll ist es, dem Verteidiger beispielsweise die Rolle eines Brechers zuzuweisen. Ja. Brechen hätte ich eben können. Ja. Mann. Ging der mir eben auf die Klötzer. Das gibt's nicht. So. Bei ihm. So. Was haben wir überhaupt bei ihm ausgerüstet? Magier, Siegel und Carbonreif. Kann auch meinetwegen gerne so bleiben. Ich speichere hier aber trotzdem. Das ist echt unnormal gewesen. Das tut mir echt, tatsächlich irgendwo im Herzen leid, ja. Aber der Kampf, der war ja wohl mega unfair. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das so war. Ich habe das noch nie so gehabt. Gibt es da tatsächlich irgendwie einen Schwierigkeitsgrad oder sowas? Kann der irgendwie versehentlich hochgegangen sein? Ich meine nicht, dass Final Fantasy 13 einen Schwierigkeitsgrad hat. Zumindest nicht, dass ich mich daran erinnere. Aber trotzdem, was ging bitte mit dem Kampf ab? Holy shit. Na gut, lasst nicht zu viele Daumen nach unten da, ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, aber nicht so tief. Tschüss.